eigenen Elektromagnetfeldes können Soldaten Feinde in der Umgebung auch ohne Sichtkontakt wahrnehmen. Ja, Genmodifikation. Und ja. Forschung ist auch abgeschlossen. Railgun. Mal gucken. Eine Cyberdisk-Autopsie. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Ja. So, den hier. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Angriff über. Wir gucken mal, ob mir die Standard Leute zusammenkriegen. Jo. Müssen wir aber noch eine Bewaffnung ändern, weil die haben natürlich letzte Folge haben wir dieses Schlachtschiff geholt und jetzt geht es zum Alien-Stützpunkt. Transporter ist eingetroffen. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alien-Lager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Das wird jetzt interessant. Gott allein weiß, was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Auf was haben Bisher wir uns haben dann... Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Ja, also das ist jetzt auch... Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Das stimmt allerdings.
confirmed. On the move. Gut, der eine macht erstmal Location confirmed. Feldposten. Solid copy. Направляюсь на точку. Moving out. What was that? Das hört sich gar nicht so gut an. Bleibt man lieber in Deckung. Also ich fange jetzt auch so ein bisschen Hernami-Taktik an zu spielen. Nicht aber mit an dem Schiff, an dem Stützpunkt, wo wir hier sind. Schiff, da waren wir noch eben. I'm on the move. Es ist einfach, ja, das erfordert halt ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Wie Sie hören, hören Sie nichts. I'm on the move. Moving to designated position. Guck mal an. Out of the target. Hat der mir jetzt gar nicht angezeigt, der Drecksack. So, und jetzt können wir weiter vordrücken ohne Probleme. Moving to position. We're green to go.
Ja, выхожу. Направляюсь на точку. I'm on the move. Ich bin gespannt, wann diese Kristalloiden wiederkommen, weil vor denen habe ich ja richtig Angst. Weil wenn die einmal dran sind, machen die richtig böse Schaden. Mein Team würde das Ding bestimmt gerne in die Finger kriegen. Was lagern Sie nur in diesen Tanks? Was machen die hier? Fliegen in Reichweite. Daneben. Mima. Daneben. Adjusting aim. Daneben. Ja, zum Glück werden wir auch nicht getroffen. Verdammt. Ein Trefferpunkt. Die werden doch wohl mal treffen. Taken care of. Dead and gone. Начинать. К бою готово. Let's rock. It's killing time. Tout de suite. C'était quoi? Schwebe. Und nochmal so zwei von diesen Viechern. Yay. Und ich glaube, die Scharfschützen sind richtig positioniert. Ils essayent de se replier.
Jasne. Moving. Rush tap bang. On my way. Yay. Out of the game. Bye bye. Il bat en retraite. Oh. Also, es läuft doch die Zeit gut. Смена магазина. I'm rolling. Good to go. Die müssen da jetzt wieder weg. Je vais vers la position. Je suis de retour. Hätte ich mit den anderen auch machen sollen. Mit den anderen Scharfschützen. Edo. Was in Gottes Namen machen die da? Ich wollte es nicht glauben. Aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Was haben sie damit nur bezweckt? Ja Leute, was glaubt ihr, wie der dünne Mann entstanden ist? Also Scharfschütze möchte ich nicht sein, weil entweder man rennt wie ein Blöde oder man steht irgendwo rum. Wir haben scheinbar einen Alien-Truppe geholt. Heading there now. Enemy spotted. Oh. Kill confirmed. Ja, du musst denn jetzt noch einmal stehen bleiben.
точку. Nein. Быть не может. One and gun. Мы идем по следу. Diese Fähigkeit ist wichtig. Oh, von da ganz hinten. Aber fast klar. Aber gut, dafür steht sie ja da hinten. Das ist es ja. Und die hat getroffen. Auch wenn es nicht gut war. Daneben. Oh. Jetzt ist er hin. Двигаюсь на позицию. Okay. Nur eins abgenommen. Double time. Spurte du mal hoch. Je confirme la position. That's affirmative. Ready to rock. That's affirmative. We're green to go. On my way. Bien, commandant. Paré. What's making that noise? Regardez qui voilà. Wo kommen die jetzt her? Also Position verändern, dass wir Deckung sind. Dann draufhalten. Daneben. Вот это плохо. Ясно. Zwei Punkte nur. Ach. Headed there now. %. Treffer. Chance. Und versemmelt dann. On my way. Geht doch.
immer die zwei gerade herkamen. Die haben mich jetzt noch ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Aber gut, wir haben sie ausgeschaltet, bevor sie was machen konnten, daher alles im grünen Bereich. On the move. Locked and loaded. Aye, aye, Commander. It's killing time. Tout de suite. Je suis de retour. Поехали. Продолжим. You hear that? So, nächste Runde wird vorgerückt. Sag ja, hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein wie sonst. Zwei dünne Männer. Daneben. That is not good. Okay. Я пошла. Das war ein dünner Mann. Die Deckung ist futsch. Okay. Поняла вас. Смена магазина. I'm on the move. Das machen die Aliens also zum Zeitvertreib. Immerhin spielen sie keine Computerspiele.
green to go. Oh, Entschuldigung. On the move. Already there. Je rejoins la position. On peut y aller. Hört sich gar nicht so gut an. Ja, Putzi. Also man merkt, dass ich hier schon mit ein bisschen Nachdruck jetzt nachrücken muss. Und das sind die Viecher, die ich am meisten hasse. Die stehen jetzt genau da. Oh Mann. Mal einen Sicherheitsspeicher machen. Man weiß ja nie, was kommt bei dem Spiel. Also ich hatte ja schon Schwierigkeiten damit. Und bevor... ja. Das Spiel wieder abschmiert. Ach so, ha. Mein Fee. Oh. Oops. Oops. Verdammt. Genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Du sagst mich an und tot bist du. Ach verdammt, den hätte ich jetzt mitnehmen können. Back in. Ready to engage. Rock and roll. Das sind nochmal zwei stärkere Gegner. Gleich rücken wir weiter vor. What was that sound? I've got a visual. Gut. Ja. Jawoll.
Das war ja eben der Hammer. Also meine zwei Scharfschützen, die rocken gerade. Sektoids aus. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie? Wir sollten vorsichtig sein. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Ja. Und ich behaupte mal, das ist der Captain. Я пошла. Fünf Punkte weniger? Yay! Oh, sie! Unfassbar! Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. Verdammt! All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Двигаюсь к точке. Я уже там. Wendet sich das Blatt endlich zu unseren Gunsten. Mit diesem Gerät haben wir ihnen eines ihrer letzten Geheimnisse entrissen. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Jetzt, wo wir ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass sie über diesen Verlust begeistert sind. So, das war der blutende Vulkan. Central, hier Big Sky, der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Over. Verstanden, Voodoo 3-1. Wir sehen uns. Central out. Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Nein, glaube ich auch nicht. Weil sonst wäre XCOM nicht XCOM. Ja, aber mit diesem Sieg, den heimkehrenden Soldaten, ist das auf alle Fälle ja. Commander, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt.
Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen. Ja. Psi. Das ist eigentlich dieser Fortschritt, auf das wir gewartet haben. Oh je. Tiefe Taschen. Alle Gegenstände mit begrenzter Einsatzhäufigkeit erhalten einen zusätzlichen Einsatz. Interessant. Naja, gut. Dann sind wir da mal durch. Und ja. Sagen wir mal. Tschüss und bis zur nächsten Folge.